Ja, hallo und willkommen zum April 2021 Update von Power BI Desktop. Diesmal einige interessante Neuerungen dabei, wobei die besonderen Highlights in den Visuals liegen. Und da steige ich auch gleich ein in mein größtes Highlight diesen Monat, das ist das Power Automate Visual. Wenn ich das jetzt einfach mal so von Grund auf neu aufbaue, dann möchte der erstmal natürlich Daten haben. Und hier kann ich jetzt wirklich beliebige Sachen einfügen. Also ich habe hier eine Arbeitspaketliste und kann zum Beispiel dann den Namen dort verwenden. Aber ich kann natürlich auch Measures verwenden. Zum Beispiel nehme ich hier einfach das aktuelle Datum, was bei mir ein Measure ist. Sobald ich einige Daten drin habe, dann kann ich hier auch direkt tiefer einsteigen, und zwar hier über Bearbeiten kommen wir in eine Maske, wo wir tatsächlich sehr nah dran sind in einem klassischen Power Automate, obwohl sich das alles in Power BI noch abspielt. Und wir haben hier einige Vorlagen, wie zum Beispiel eben Update von Excel oder SharePoint, also tatsächlich eine Write-Back-Möglichkeit, die super einfach ist hier. So, und ich habe hier zwar was vorbereitet, aber ich kann trotzdem auch schnell einfach eine neue Sache mit Excel aufbauen. Und hier wird schon mein Flow geladen. Ja, und jetzt muss ich nur noch die Excel-Datei finden. Das ist eben bei mir hier eine Teams-Gruppe, die auch im SharePoint etwas hat. Und jetzt kann ich hier die Tabelle auswählen. Da habe ich nur eine. Und kann hier eben die Schlüsselspalte eintragen, also nach welcher Spalte durchsuche ich eigentlich meine Excel-Datei. Das wäre jetzt Arbeitpaketname, was ich auch im Power BI habe. Und der Schlüsselwert wäre eben mein Arbeitspaketname, den ich hier diesem Visual mitgebe. Na, dann geht er das für die ganze Tabelle durch, aber wenn ich das eben vorgefiltert habe, wirkt sich der Filter aus und er aktualisiert eben nicht die ganze Tabelle, sondern nur einen Wert. Jetzt kann ich hier sagen, bei Lieferdatum, wenn das leer ist, dann soll der einfach mein Datum eintragen, was ich als Measure mitgebe. Das wäre es auch schon. Der Flow kann gespeichert werden und dann ist der fertig. Wenn ich jetzt auf Anwenden klicke, dann kann ich diesen Flow aktuell nutzen. Jetzt sehen wir, der Button sieht jetzt anders aus. Der kann einfach den Flow starten. Das Ganze ist auch formatierbar, nicht so sehr wie andere Elemente, aber einiges geht schon. Ich habe hier auf der Seite genau dasselbe schon vorbereitet, also genau denselben Flow mit dem Arbeitspaket. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, aha, hier Arbeitspaket 8, das ist noch unerledigt, ich hätte es aber gern erledigt, dann klicke ich das einfach an. Kann dann direkt hier den Flow auslösen, das geht ziemlich schnell. Und wir sehen jetzt in der Excel-Datei, beim Arbeitspaket 8 steht jetzt hier ein Datum drin, und zwar das Datum, was ich aus dem Report mitgegeben habe. Und das ist schon ziemlich cool, also wir haben hier dieses Datum, wir haben das Arbeitspaket über einen optischen Filter mitgegeben, also wirklich eine ganz dynamische Möglichkeit zu interagieren, und ich glaube, da wird noch einiges möglich sein mit dem Power Automate, und vieles wie bedingte Formatierungen etc. geht noch nicht, aber es ist schon wirklich sehr, sehr groß, auch schon in dem Preview-Stadium. Aber das ist nicht das einzige neue Visual, was sehr spannend ist, denn auch der Charticulator, vielleicht kennen den einige schon von der Webseite, da ging es darum, individuell selbst Visuals zu erstellen mit einer Art optischem Editor. Das ist jetzt einfach ein Visual in Power BI und den kann ich hier auch einfach mal aktivieren. Und wir fügen natürlich erstmal Daten hinzu und dann können wir eben da wirklich ein Visual erstellen im Charticulator selbst. Und wenn wir jetzt einfach mal ein leeres erstellen, dann kommt erstmal ein Editor, der so ein bisschen tableau-mäßig daherkommt. Ich fand es jetzt nicht sofort intuitiv und sollte man sich einige Tutorials anschauen.
Aber was auch funktioniert, sind eben Templates, auf die wir zurückgreifen können. Zum Beispiel nehme ich hier einfach mal das Bubble Chart hier. Das habe ich mir schon mal runtergeladen. Und hier kann ich dann tatsächlich auch zuordnen, okay, Land ist hier und Auftragssumme ist der Wert und Location ist nochmal Land und kann hier quasi meine Daten in den Chatticulator einfügen. Wir sehen, wir haben hier das große Ganze, wir haben hier Möglichkeiten, die einzelnen Elemente zu editieren, also mehr als bei diesen Standard-Visuals in Power BI. Und das ist jetzt einfach mal unser ganz eigenes Bubble-Chart, individuell erstellt. Und natürlich gibt es sowas auch im Store, aber hier können wir das eben individuell anpassen. Und ja, solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr immer wieder so an Grenzen bei den Standard-Visuals stößt. Ja, daneben gab es auch kontinuierliche Verbesserungen, zum Beispiel an dem Vorschau-Feature der Small Multiples. Also was wir hier sehen, ist eben sind die klassischen Balkendiagramme hier. Da waren Small Multiples schon vorher möglich und so ein Pareto-Diagramm ist natürlich viel schöner. Was ich hier oben habe, das waren aber bisher eben separate Visuals, die hier aufwendig vorgefiltert wurden und das ist natürlich nicht nachhaltig und schwer in der Wartung. Deswegen kann ich jetzt aber einfach zwei löschen und den Filter rausnehmen und die Gruppe hier als Small Multiple einstellen. Das ging nämlich vorher nicht für diese Diagrammarten hier, die kombinierten. Ansonsten noch eine erwähnenswerte Sache, das sind hier diese Formen, da gibt es jetzt viel mehr und wir haben da auch deutlich mehr Anpassungsmöglichkeiten. Also natürlich noch nicht so viele wie bei PowerPoint oder bei Word, aber das Tool hat ja einen anderen Schwerpunkt. Also wer dazu mehr wissen will, gerne im Microsoft-Blog nachschauen oder selber testen. Was gab es noch Erwähnenswertes? Also bei den Composite Models werden jetzt auch Perspektiven übernommen. Also Perspektiven, quasi die Voreinstellung über den Tabular Editor, was für Measures und Spalten bestimmte Zielgruppen sehen. Eigentlich eine super Sache. Und es wurde eine neue Sharing Experience versprochen. Also da geht es darum, dass man einfach solche Links erstellen kann und eben zielgruppenspezifisch tatsächlich verschiedene Links für einen denselben Bericht generiert. War jetzt Stand 17. April noch nicht bei mir im Arbeitsplatz, aber wurde auch nur für Ende des Monats versprochen. Ja, wie gesagt, ansonsten waren das auch meine Highlights. War ein spannender Monat, vor allem mit dem Power Automate ist einiges möglich und in diesem Sinne wünsche ich euch auch noch viel Spaß mit Power BI und sicherlich bis zum nächsten Mal.